Alle Easy-Tüte bekommen, weißt du, und habe ich wieder genug Zeit gehabt, mir klare Kopf nicht zu machen, und habe ich darüber nachgedacht, so, und muss ich ein paar Botschaften bringen, so in das Welt rein, weißt du, die eigentlich wirklich wichtig sind, so, so wie die 10 Gebote, weißt du, damals Gott gesagt hat, du nix poppen die Nachbarfrau und so, und eine Ärger oder die Ziegen, das ist auch nicht gut. Und habe ich auch gedacht, muss ich Statement abgeben, so wie zum Beispiel, tritt keinen Hund. Tritt keinen Hund und du wirst nicht gebissen in die Arsch. Weißt du? Also kommt darauf an, was das für Hund ist jetzt. Also kannst kleinen Hund treten schon, ne? Und dann kannst du abhauen und kannst sagen, pff. Aber großer Hund findet das nicht lustig. Kleiner Hund findet das auch nicht lustig, aber kann sich nicht beißen. Das ist zum Beispiel ein Statement, das ist ganz wichtig für die Politik, so in die Welt. Seid einfach nett zueinander. Das klappt ja nicht, weil dann gucken die einen zum Beispiel, hey, hast du Öl, bist du doof, habe ich Waffen, du hast keine, verkaufst dir alte Schrott oder wie auch immer mit Irak zum Beispiel. Weil selber mit Irak, ne? Mit Saddam. Haben sie erst die USA gesagt, hier komm, kaufst du alle unsere alte Ramschkram. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt führen wir Krieg gegen dich, weil du willst da Öl haben von dem anderen Land. Das Öl, das haben wir aber Monopol drauf, wir kriegen dir. Und du nix. Und ansonsten, wir hängen dich auf. So. Naja, haben sie dann auch gemacht. Also, das ist zum Beispiel diese Verlogenheit. Weißt du? Nordkorea zum Beispiel. Nordkorea sagt immer, steckt richtig die Pimmel raus. Weißt du? Nordkorea sagt, ey, ich habe eine Atombombe. Eine Atombombe ist super. Ich weiß zwar nicht, eine Rakete ist so lang, die hängt hinten über die Grenze, die hängt vorne über die Grenze, aber ich schieße damit irgendwie kaputt. Kein Schwein interessiert das. Weißt du, weil Nordkorea hat kein Öl. Was willst du mit Nordkorea? Ist der Kim Jong-Dingsbums da? Die heißen alle Kim, die Typen. Ne? Haben sie 26-spurige Autobahn, aber keine Autos sind darauf fahren, weil Kim Jong-Dingsbums hat das einzige Auto. Und die armen Kerle alle am Verhungern. Aber hat irgendjemand jemals gedacht, ey, wir greifen Nordkorea an? Wegen was? Wegen der einen Rakete, wo hinten raushängt und vorne rüberhängt. Kommt eh nur 30 Meter dabei. So, super, super Atomrakete. Wir bekämpfen Pakistan, weil können wir nicht leiden, die Typen nehmen wir mit Nordkorea. Ich habe eine Rakete mit 75 Sprengköpfen und 30 Meter Reichweite. Super, super Idee. Ehrlich, das ist zum Beispiel völliger Kack. Also, meine Botschaft für euch heute da draußen ist, seid nett zueinander. Wenn es nicht anders geht, dann poppt halt miteinander und ihr redet hinterher, habt ihr Kopf wenigstens frei. Aber nichts umbringen unbedingt oder sowas. Und denkt daran, ist Satire, ne? Hast du Titel im Kopf.